Leben ist kostbar. Und wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, was wir eigentlich wirklich im Leben brauchen. Seitdem sucht Fritz Meinecke Antworten auf diese Frage und das auf eine Art und Weise, die zwar sehr verlockend nach Abenteuer klingt, ihn aber häufig an seine Grenzen bringt. Also gehen wir mit ihm auf eine ganz besondere Reise in der nächsten halben Stunde. Das Abenteuer findest du nicht zu Hause auf dem Sofa. Du musst rausgehen und es suchen, denn das Leben beginnt außerhalb deiner Komfortzone. Fritz Meinecke zieht es immer wieder nach draußen, am liebsten dahin, wo andere Menschen schon seit Ewigkeiten nicht mehr waren. Er ist Survival-Experte und Outdoor-Fan und erkundet mit Vorliebe verlassene Gebäude und abgelegene Orte in der Natur. Bei seinen Abenteuern ist er meistens alleine unterwegs, teilt sie aber mit Tausenden auf seinem YouTube-Kanal. Ja, Leute, ich bin gerade auf der Duga 3, dritte Etage. Höher dürfen wir leider nicht. Aber der Ausblick von hier ist einfach der Wahnsinn. Fritz Meinecke wurde 1989 in Magdeburg geboren. Er merkte schnell, dass der Job als Bankkaufmann doch nicht so das Richtige für ihn war. Viel lieber überquert er zu Fuß die Alpen oder dreht Dokumentationen über die Todeszone rund um Tschernobyl. Gefährlich ist hier in Tschernobyl auch der radioaktive Staub, der vor allem in Gebäuden viel vorhanden ist. Wir schützen uns mit unseren Staubschutzmasken und verhindern so das Eindringen der feinen Partikel in unsere Lungen. Mittlerweile hat sich Fritz Meinecke mit seinen Abenteuern selbstständig gemacht. Mehr als 100.000 Fans haben seinen YouTube-Kanal schon abonniert und gerade hat er auch ein Buch über seine Erlebnisse veröffentlicht. Hier sieht man auch schon wieder. Ja, klar, typisch viel Graffiti, viel abgerockt, alles zerstört. Immer wieder testet Fritz Meinecke auch seine eigenen Grenzen aus. 48 Stunden Überlebenstraining in der Wildnis der sächsischen Schweiz. Das kann einen ziemlich fordern und schnell auch überfordern. Vor allem, wenn man nichts zu essen dabei hat. Was ist das hier? Sieht aus wie ein Mäuseschädel, wo auf jeden Fall noch Fleisch dran ist. Die Frage ist, wie überlebt man, wenn kein Supermarkt in der Nähe ist? Oh, hier haben wir noch eine. Oh, die ist ein bisschen dicker. Erlebnisse wie diese sind es aber, die Fritz Meinecke so schätzt. Denn durch sie wird erst klar, dass unser täglicher Komfort eigentlich alles andere als selbstverständlich ist. Ich habe Hunger, nicht mehr allzu viel zu trinken. Geile Scheiße. Ja, Hunger haben und Hunger haben sind offensichtlich zwei verschiedene Paar Schuhe, zumindest wenn man so ein bisschen Outdoor unterwegs ist. Herzlich willkommen nochmal, Fritz Meinecke. Danke. Unter Outdoor-Leuten, unter Kletterern, das weiß ich auch so ein bisschen, duzt man sich? Ja. Ist das okay für dich? Definitiv. Gut, schön, freue ich mich. Bleiben wir dann gleich mal da in der sächsischen Schweiz. Also ich glaube, die meisten Leute, die in der sächsischen Schweiz Hunger haben, die machen einfach ihre Brotbüchse auf oder gehen in den nächsten Supermarkt. Genau, mache ich auch öfter bei Touren, aber ich suche dann auch manchmal bisschen Herausforderung, einfach mal zu gucken, was ist möglich oder wie reagiert man selber auf gewisse Situationen. Und da steht dann halt auch mal so ein kleines Survival-Training an und einfach mal gucken, was man wirklich in der Natur findet und was nicht. Ja. Das waren 48 Stunden, ne? Genau, das waren jetzt 48 Stunden. Gab es da nicht so, also ich meine, solche Maden zu essen, du hast gerade gesagt, die schmecken eigentlich nach nicht so richtig? Nee, also generell natürlich, ich sag mal, bei 48 Stunden hat man das Problem von Essensmangel nicht wirklich. Also natürlich kriegt man Hunger, aber viel wichtiger ist eigentlich die Wasserversorgung. Aber ich wollte natürlich trotzdem einfach mal gucken, was gibt's denn, was kann man denn essen? So, natürlich gibt es zum einen verschiedenste Pflanzenarten, wo man sich dann aber auch wirklich sehr gut auskennen muss. Und ich dachte, ich probiere einfach mal die Art, die theoretisch jeder weiß, aber sich vielleicht nicht jeder traut. Und dachte, ich gucke einfach mal, was man so unter alter Rinde findet. Und da waren halt einige Larven, Maden oder was dabei und dann habe ich es einfach mal probiert. Und du hast wirklich nicht irgendwo dann so ein Krümelbrot in der Tasche? Nein. Also für den Zeitraum, für 48 Stunden, war es für mich, wo ich gesagt habe, nein, das ziehst du durch. Zur Not isst du halt gar nichts. Da gab es, also als Backup hatte ich auf dieser Tour ein Handy im Flugzeugmodus dabei, um mich halt irgendwie zur Not Hilfe holen zu können, ein Erste-Hilfe-Set und ein GPS-Gerät, falls ich mich halt verlaufe. So, aber ich habe gesagt, ich nutze das Ganze nur, wenn jetzt irgendwie ein Extremfall aufkommt und das nicht passiert. Und dann ging es nach 48 Stunden wieder zurück. Und mal gucken, vielleicht steht auch noch was Längeres an in Zukunft. Man muss sich ja ein bisschen steigern. Ja, ja, da kommen wir, glaube ich, noch. Oder dann im Laufe der halben Stunde sicherlich noch, was du so im Kopf hast. Ja. Nun könnte ich mir aber eigentlich auch ganz easy sagen, tja, also ich meine, du hast ein
abgeschlossene Berufsausbildung, hast studiert, du könntest auch ganz easy im Büro sitzen. Ja. Gab es einen Auslöser, so einen Punkt, in dem du gesagt hast, okay, jetzt muss ich was ändern in meinem Leben? Es gab immer wieder kleine Punkte. Einer war damals, da war ich noch in der Bankausbildung, eigentlich der, dass ich gemerkt habe, dass wenn ich früh aufstehe mit einem Wecker klingeln und der erste Gedanke negativ ist, dann läuft irgendwas falsch in meinem Leben. Also ich möchte quasi, wenn ich früh aufstehe, ob mit Wecker oder ohne, ist egal, quasi positiv in den Tag starten und nicht sofort denken, oh Mist, jetzt zur Arbeit und ich habe keine Lust und sonst was. Das habe ich einfach gemerkt, dass mir das nicht gefallen hat und dass ich irgendwas ändern muss, um diese positiven Gedanken gleich früh am Morgen zu haben. Und habe, wie gesagt, meine Bankausbildung abgeschlossen, weil ich gesagt habe, nee, das ist was Grundsolides, ich werfe das jetzt nicht einfach hin, aber ich wusste, dass es nicht das ist, wo ich mein Leben lang sein möchte. Mhm. Bin dann zur Bundeswehr, war da, ich glaube, 14, 16 Monate, um einfach so ein bisschen zu gucken, wie geht's weiter, mal ein bisschen raus, den Kopf freikriegen oder halt mit anderen Sachen voll, um dann sich neu zu orientieren. Habe dann so ein bisschen Berufsfindungsmessen mir angeguckt und habe damals noch sehr viel Computerspiele gespielt und bin dann in die Computerspielrichtung gegangen als 3D-Grafiker. Was viele gar nicht wissen, dass man das in Deutschland machen kann, aber habe ich dann studiert und habe dann, während ich dann in dem Beruf gearbeitet habe in Berlin, mir dieses ganze, ich sag mal, YouTube-Selbstständigkeit aufgebaut und mich halt auch viel damit beschäftigt und befasst und dann quasi parallel zum Job das alles nach und nach aufgebaut. Und dann gab es ein, zwei Momente, die dann halt quasi mir so einen Wink mit dem Zaunpfahl gegeben haben, dass die Firma, in der ich gearbeitet habe, insolvent gegangen ist, so, wo ich dachte, okay, das ist jetzt vielleicht irgendwie ein Zeichen oder vielleicht ist es genau der Moment, wo ich sage, jetzt hast du quasi einen Grund, jetzt musst du. Weil ich sag mal so, wenn man in einem festen Anstellungsverhältnis ist und nicht zufrieden ist, dann zu kündigen, das ist ja, das macht ja keiner. Ja, so. Und wenn man dann aber in der Situation ist, wo man sagt, jetzt muss ich mir eh was Neues suchen und ich habe gemerkt in der Situation, ich werde mich nicht bewerben. Innerlich merke ich, dass es einfach nicht das ist, was ich will und dass ich für was anderes brenne und dass das, was ich quasi mir anderthalb Jahre, zwei Jahre schon aufgebaut hat über YouTube und andere Social-Media-Networks, dass da eine Flamme in mir ist, dass die brennt, dass ich da Lust drauf habe und dass ich jetzt anstatt irgendwie in meiner Freizeit täglich noch 8 Stunden neben der Arbeit zu investieren kann, jetzt 24 Stunden investieren kann. Und das habe ich dann getan und jetzt sind anderthalb Jahre rum, jetzt sitze ich hier. Wahnsinn, ne? Also du bist eigentlich deinem Bauch gefolgt. Ja. Und du bist da jetzt angekommen. Also wenn man dich jetzt fragt, was bist du von Beruf? Du lernst ja auch noch junge Frauen kennen. Was machst denn du? Was sagst du da? Gibt so verschiedene Sachen. Entweder ich sage, ich bin selbstständiger Medienproduzent, obwohl das dann eigentlich immer zu einer zweiten Frage führt, wie, keiner was mit anfangen. Dann ist eine andere Variante, dass man sagt, man ist YouTuber, obwohl das meistens aktuell noch in der Gesellschaft oder unter den Leuten halt so ein bisschen abgestempelt wird, weil YouTuber heißt für die meisten so, naja, der sitzt halt zu Hause vor der Kamera, macht irgendwelche lustigen Challenges und faxt rum und das war's. Aber am coolsten, und das war eigentlich auch so die Überlegung, die ich damals hatte, ist, und das ist schon einige Jahre her, dass ich gedacht habe, wie cool wäre das, wenn du irgendwann mal gefragt wirst, was machst du hauptberuflich und sagst, ich bin Abenteurer. Weil das kommt so, du bist Abenteurer, aber du musst doch Geld verdienen und du kannst doch nicht einfach irgendwie nur Abenteuer machen. Und halt die Möglichkeit, sich aufzubauen, zu informieren und zu lernen, wie man das Ganze miteinander verbinden kann, sowohl Abenteuer, coole Reisen, das machen, worauf man Lust hat, aber auch Geld damit zu verdienen, ja. Okay, und das ist aufgegangen. Abenteurer ist total cool. Also wenn man irgendwo ankreuzen kann, das wird nirgendwo stehen, Abenteurer. Das muss man dann irgendwie unter Begriff selbstständig oder keine Ahnung. Genau, im Endeffekt ist es ist eine Selbstständigkeit im Medien-, Social-Media-Bereich. Aber Abenteurer klingt cool. Es gibt ja auch so verwirrende Begriffe. Also ich musste mich damit erstmal ganz schön beschäftigen. Urban Explorer, Survival, Lost Places. Ja. Da muss man, glaube ich, ganz schön differenzieren. Ne? Genau, also im Endeffekt bei dem, was ich so mache auf meinem YouTube-Channel, kann man das grob in zwei Sachen unterteilen, die ich mache, 50-50 verteilt. Zum einen ist es die ganze Sache in der Natur. Das können Extremwanderungen sein, das können Survival-Training, Bushcraft, Feuer machen, draußen übernachten. Also alles, was wirklich im Grünen ist, sage ich mal. Und dann gibt es aber die andere Seite, und das sind diese Lost Places, also verlassene Orte oder auch Urban Exploring, ist urbane Stadterkundung, ist quasi das, was eher im städtischen Raum ist oder wo Zivilisation ist und was so ein bisschen die Vergangenheit und Geschichte und ein bisschen mysterische Sachen und so vereinen. Das sind die zwei Sachen, die ich gerne mache. Mhm. Und fangen wir mal mit dem zweiten, die du gesagt hast, gleich an, nämlich Lost Places. Es gab ein Abenteuer, das du gemeinsam mit Vigald Boning für den History Channel unternommen hast. Er hat sich an ganz unterschiedliche Stellen geführt, aber unter anderem in die Todeszone von Tschernobyl. Und das sind wirklich beeindruckende Bilder und ich glaube, das gucken wir uns mal an. Pripyat ist heute eine Geisterstadt. Zum Zeitpunkt der Katastrophe wohnten hier etwa 50.000 Menschen, darunter ca. 15.500 Kinder.
Sie war eine relativ reiche und insbesondere junge Stadt. Das Durchschnittsalter lag zum Zeitpunkt der Katastrophe gerade mal bei 26 Jahren. Ja, wir sind hier gerade im Stadion von Pripyat. Ehemaliges Fußballstadion. Im Hintergrund lässt sich noch so ganz grob der ehemalige Platz erkennen. So eine Art Asphalt-Tartanbahn ist außen drumherum. Wir sind gerade hier auf der Tribüne. Drumherum auch ganz viele Wohnblöcke hier im Hintergrund. Es lässt sich nur so ein bisschen erahnen teilweise. In Pripyat gibt es noch heute einen Rummelplatz mit Riesenrad und Autoscooter. Der Rummel sollte am 1. Mai 1986 eröffnet werden, wozu es wegen der Reaktorkatastrophe nicht mehr kam. Da die Bewohner in dem Glauben gelassen wurden, bald wieder nach Hause zu können, stehen viele Gebäude noch im Originalzustand. Allerdings kam es im Laufe der Zeit zu Vandalismus und Plünderungen. So wurden Wohnungen nach der Evakuierung ausgeraubt und beschädigt. Am nächsten Morgen sind wir wieder auf den Straßen von Tschernobyl unterwegs. Unser nächstes Ziel? Ein alter Kühlturm. Alex zeigt uns eine stark kontaminierte Stelle. Irgendwie schon komisch, dass die Strahlung sich doch so punktuell festsetzt. Okay. Oh, guck mal. 14, 12, 20. Okay. Aber hier 1,9. Echo! Wir sind auf dem Weg zu dem Punkt, an dem damals die Katastrophe passierte. Das Gewölbe ist so groß, dass die Pariser Kathedrale Notre Dame darin verschwinden könnte. 36.000 Tonnen wiegt die Konstruktion aus Beton und Stahl. Stück für Stück wird sie auf Teflonschienen vorangeschoben. Jetzt hat sie ihr Ziel erreicht. Den Sarkophag von Tschernobyl. Die neue Hülle, das größte bewegliche Gebäude der Welt, soll ihn sicher unter sich verbergen. Hey Leute, das Wetter ist bombastisch. Wie ihr seht, im Hintergrund ist der neue Sarkophag, der gebaut wird. Gigantisches Ding. Am Unglückstag sollte im vierten Block ein Experiment stattfinden, bei dem überprüft werden sollte, ob die Turbinen bei einem kompletten Stromausfall im Kraftwerk noch genügend Strom liefern können, um die Notkühlung des Reaktors zu gewährleisten. Um 1.23 Uhr zerriss eine mächtige Knallgasexplosion den Reaktor und alles, was ihn umgab. Je nach Standpunkt der Betrachter schwanken heute die Zahlen über alle Tschernobyl-Opfer zwischen 10.000 und über 250.000. Oder? Schon so ein bisschen Gänsehaut. Ja, definitiv. Also Tschernobyl ist natürlich ein sehr besonderer Ort und auch nicht so wirklich vergleichbar mit dem, was ich sonst so sehe, war schon irgendwie ein Highlight. Und Pripyat, diese ehemalige Arbeiterstadt mit ehemals 50.000 Einwohnern, wenn man sich das mal vorstellt, dass die halt innerhalb von wenigen Stunden quasi alles so liegen lassen mussten oder einfach geflohen sind mit den ganzen Bussen. Und dass seitdem, also klar, es gab schon so ein paar Plünderungen, aber im Endeffekt ist es so ein bisschen abgesperrter Bereich. Und dadurch ist es auch im Vergleich zu anderen Locations so, dass dort halt einfach alles rumliegt. Das hat man halt nicht so oft oder sehr selten. Das ist halt einfach eine Location, die seit 30 Jahren komplett in diesem Dornröschenschlaf liegt. Und das sieht man definitiv an den Gebäuden und allem, was dort ist. Mhm. Ist Tschernobyl, finde ich, aber nur nicht unbedingt ein Ort, wo man so freiwillig hin will. Also ist das was, musstest du lange überlegen? Ja, definitiv. Ja. Also es ist generell in dieser ganzen, sag ich mal, Szene oder die Leute, die sich ja mit so Sachen beschäftigen, jeder kennt Tschernobyl. So davon. Ja. Und für viele ist es irgendwie so ein Highlight, die gesagt haben, oh, da will ich unbedingt mal hin und Fotos machen. Für mich war es damals nie eine Option, ich wollte da nie hin, also ich wäre da nie alleine hingefahren. Und dann kam die Anfrage vom History Channel, wir drehen in Tschernobyl. Wie sieht's aus, bist du dabei? Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt musst du dich mit dem Thema auseinandersetzen. So, und dann habe ich mich halt wirklich mehr damit beschäftigt, Sachen gelesen. Ich habe Freunde gefragt, die dort waren. Und wir hatten auch eine Anfrage ans Gesundheitsministerium, die uns dann gewisse Sachen gegeben haben, oder also Informationen, worauf man achten muss, ob das bedenklich ist oder nicht. Und habe mich dann dafür entschieden, es zu machen, dorthin zu gehen. Aber quasi, weil die Gefahren überschaubar sind. Oder man, wenn man sich an gewisse Spielregeln hält, quasi ist vertretbar ist. Und was viele zum Beispiel auch nicht wissen, ist, dass man bei einem Transatlantikflug in die USA zum Beispiel auch extrem viel Strahlung aufnimmt. Und Strahlung ist generell immer zeitlich begrenzt. Also viele denken ja, oder das dachte ich zum Beispiel am Anfang, wo ich mich überhaupt nicht damit beschäftigt habe, es ist wie so ein Gift. Das heißt, man berührt es einmal, ist dann verstrahlt oder sowas, ne? Wie man sich irgendwie infizieren kann. Aber im Endeffekt ist es eine Strahlung, die auf die Zeit gemessen ist. Das heißt, wenn jetzt ein Ort da ist, der extrem verstrahlt ist und ich bin dort für, keine Ahnung, eine Minute und gehe dann wieder weg, dann bin ich halt auch nur eine Minute dieser Strahlung ausgesetzt. Ne? Wenn ich aber jetzt irgendwie drei Tage lang an einem mittelverstrahlten Ort, nennen wir es einfach mal, bin, nehme ich das die ganze Zeit auf. Also es ist wirklich auf die Zeit gebunden, wie lange man sich an so einem Ort aufhält. Ja. Mhm.
Oh, spannendes Thema. So, Frau Waniek, schönen guten Tag. Schön, dass Sie uns anrufen. Ja, hallo. Hallo. Ich habe mal eine Frage an den Herrn Meinecke. Ja. Und zwar, ob er sich schon mal in welcher Revival-Tour in Lebensgefahr begeben hat. Gute Frage. Auf einer Survival-Tour nicht. Aber ich hatte eine andere Situation, wo ich quasi mal in Lebensgefahr war. Und da habe ich auch was mitgebracht. Da liegt nämlich dieses Stück. Und jeder wird es natürlich sofort erkennen, es ist ein Kletterseil, das nicht so aussieht, wie es aussehen soll. Es ist also der Mantel komplett zerstört. Und auch vom inneren Kern sind einige Fasern weg. Und da hatte ich eine Situation, wo ich mich, ich glaube, es war um Weihnachten rum. Ich war am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag, wo quasi alle normalen Menschen schlafen gehen nach den Weihnachtsfeiern. Und ich dachte, okay, irgendwie müssen wir noch was machen, irgendwie müssen wir noch eine spannende Aktion starten. Und wollte mich dort an einer Brücke abseilen, um unter die Brücke in einen Wartungsschacht zu kommen, wo man unter der Brücke langlaufen kann. Jeder normale Mensch fragt jetzt, warum? Warum sollte man das machen? Das ergibt keinen Sinn. Für mich, so doof es klingt, war es einfach mal, ich bin immer an dieser Brücke langgefahren, habe immer diesen Schacht da unten gesehen und dachte, das ist ein Ort, wo normalerweise keiner hinkommt. Und er liegt aber so zentral und irgendwie finde ich es spannend, generell an Orten zu sein, wo vielleicht nicht jeder hinkommt und das vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt. Jedenfalls wollte ich unbedingt diesen Schacht, um das einfach ein bisschen zu erkunden. Und das habe ich dann auch gemacht, bin dort gependelt, habe mich abgeseilt und musste aber, um an diesen Schacht zu kommen, noch so ca. 10 Meter pendeln, also wie schaukeln, musste also Schwung holen. Und jeder weiß, dass so ein Kletterseil normalerweise frei hängt oder an einer Kletteröse oben rum ist. Und beim Abseilen hat man normalerweise einen Seilschutz, den man rüberlegt, wenn der über Betonkanten rüberläuft. Und diesen Schutz habe ich auch gelegt. Es war übrigens komplett nachts, es war im Dunkeln. Und dieser Schutz ist aber um ca. 1 cm verrutscht. Und das Seil lag an der scharfkantigen Betonkante frei. Mhm. Und durch dieses ewige Pendeln hin und her, weil ich an diesen Korb ran musste, was ich dann auch nach einer, keine Ahnung, volle Stunde, 20 Minuten geschafft habe, ist das Seil dann aufgerissen, was ich aber nicht gemerkt habe. Und ich hatte noch einen Freund bei, der oben war, der quasi ein bisschen guckt, dass keine Seil losmacht, weil wenn ich da dran hänge und jemand macht oben das Seil ab, dann ist das auch nicht gut. Und in dem Moment, wie ich wieder zurückpendel und wieder nach oben aufsteigen will, schreit er nur von oben, hier ist irgendwas mit deinem Seil nicht richtig. Und dann gucke ich nach oben und sehe quasi, wie dieses Seil so hängt, ich an diesem Seil hänge, sehe, wie alles aufgeflattert ist, sich das auseinanderdehnt. Hätte auch nicht mehr lange gedauert, glaube ich, oder? Ich glaube nicht, weil dieser Kern, der trägt zwar viel, aber der ist natürlich nicht abriebfest. So. Und in dem Moment, wo ich das gesehen habe, war Schalter um. Es war sofort auf, so doof es klingt, aber wie so Überlebensmodus, ich muss sofort handeln. Also ich glaube, es gibt ja bei Menschen so eine Starre, so einen Schock, dass sie einfach da hängen und nicht wissen, was sie machen sollen. Und man kann das, glaube ich, auch nicht so wirklich beeinflussen. Aber in der Situation war bei mir sofort Handeln. So, und ich habe sofort ihm Anweisungen gegeben, er hat mir das zweite Seil rumgemacht, hat mir Karabiner geholt, Sicherungshaken rein, er hat mich quasi sofort erstmal in ein zweites Sicherungsseil erstmal reingeklinkt, damit ich erstmal fest bin. Hab dann ein bisschen was umgebaut, ist technischer Kram und bin dann wieder aufgestiegen und war halt oben und natürlich schweißgebadet, komplett nervlich ein bisschen am Ende, weil ich mir dachte, okay, es ist Dezember, unter mir ist einfach mal ein reißender Fluss oder ein Fluss mit starker Strömung, es ist kalt, ich hatte viel Kletterausrüstung an. Klar. Wenn ich reingefallen wäre, bin ich ganz ehrlich, glaube ich nicht, dass ich das überlebt hätte, weil ich einfach untergegangen wäre und bei der Kälte einfach entweder ertrunken oder wenn ich mich gerettet hätte, vielleicht ja, erfroren wäre. Sie sehen, Frau Waniek, sagt, der Profi erlebt solche Abenteuer. Danke für die Frage. Bitte. Ja. Danke und viel Spaß beim Buchlesen. Dankeschön. Genau, eine ganz kurze Anmerkung vielleicht noch dazu. Das mag für den einen oder anderen natürlich sehr komisch klingen, aber das ist halt eine Situation, aus der ich stark gelernt habe und wo man dann erst realisiert, was man manchmal eigentlich macht und dass man sich halt über manche Sachen einfach mehr Gedanken machen sollte. Also eine gewisse Lernerfahrung ist daraus auch. Also seitdem ich geklettert bin und mit zwei Seilen verschiedene Systeme, man kann generell die Gefahren bei all solchen Touren, denke ich, nie ganz ausschließen. Das geht nie. Nee. Aber man kann sie halt minimieren, indem man sich damit beschäftigt. Man sucht ja auch ein Stück weit auf die Gefahr. Muss man ja auch so ein bisschen sagen. Mal ja. Gut. Also dann viele Grüße. Danke, Frau Waniek. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Es gibt natürlich Lost Places, machen wir mal den Komplex so ein bisschen auf. Es gibt ja viele, die sich dafür interessieren. Sie sind ja auch faszinierende Orte, wenn die dann so wie tot eigentlich da liegen. Ja. Und es gibt auch einen Regisseur und Autor aus Leipzig, Enno Seyfried. Er hat unter dem Titel Geschichten hinter vergessenen Mauern die Lost Places Dokumentarfilmreihe gestartet. Ja. Ich würde mal sagen, wir gucken mal rein, weil mich interessiert mal so, was du so dazu sagst. Ja. Heute traute ich mich da gar nicht mehr rein in das Haus. Da muss man ja Angst haben, dass einem eine Decke dann auf den Kopf kommt, ne? Es stimmt mich jedes Mal traurig, wenn ich diese Häuser sehe. Bis 91 war es ja noch bewirtschaftet. Und dann wurde das ja alles dicht gemacht. Wir wurden entlassen vom FDGB nachher.
Es ist seinerzeit das größte Sommerhotel Deutschlands gewesen, mit 150 Zimmern und Suiten. Die haben das ja direkt nach der Wende nochmal renoviert und man hatte eigentlich geglaubt, dass das wieder aufgemacht wird, dass das wieder verwendet wird, aber irgendwie haben sie es dann vergammeln lassen. Vergessene Orte heißen ja nun aber nicht ohne Grund vergessene Orte. Hast du so das Gefühl, durch solche Dokumentationen entsteht dann eigentlich auch so ein Tourismus dahin? Klar, im Endeffekt zieht man ja schon so ein bisschen die Aufmerksamkeit dann in diese Richtung. Zum anderen ist es aber irgendwie auch eine, ich sag mal, dokumentarische Arbeit, um so Sachen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Das ist auch spannend. Ich denke, generell ist einfach, wie geht man mit der Sache um? Was hat man für eine moralische Einstellung damit? Also was hast du für eine? Also ich habe zum Beispiel die Einstellung, und die sollte eigentlich jeder haben, der sowas macht, dass man quasi dort hingeht, um irgendwie die Sachen natürlich zu erkunden. Aber es gibt diesen Spruch, leave nothing but footprints, take nothing but pictures. Also dass man halt hingeht, Eindrücke, Videos, Fotos vielleicht in dieser Form, aber nichts stiehlt, nichts kaputt macht, nichts umrückt. Und generell ist bei mir auch so, wenn eine Location zu ist, dann ist die Location zu. Ich breche nichts auf, ich mache nichts kaputt. Wenn ich aber irgendwo ein Schlupfloch finde und wenn ich dafür irgendwo reinkrauchen muss oder vielleicht ein bisschen klettern muss, dann nutze ich das auch. Und im Endeffekt muss das jeder für sich selbst entscheiden, inwieweit er das mit sich vereinbaren kann oder nicht. Ich denke, ich versuche halt auch in meinen Videos das so ein bisschen zu vermitteln, dass die Leute einfach respektvoll mit den Sachen umgehen, nicht zerstören, das achten, irgendwo auch eine Grenze ziehen, aber es natürlich auch einfach diese Orte nicht in Vergessenheit geraten lassen. Ja. Herr Schneider aus Bitterfeld möchte wissen, was wiegt deine Ausrüstung? Nun kann man das sicherlich meine ganze Ausrüstung, die ich zu Hause habe, wiegt wahrscheinlich viel wie ein LKW. Keine Ahnung. Aber du hast uns ja was mitgebracht. Wir wollen natürlich auch wissen, deswegen passt das super, was Herr Schneider da so vorlegt, was du so mit hast. Wofür ist das? Und vielleicht kannst du mal ein bisschen ausräumen. Ich würde dir hier so ein bisschen Platz. Mensch, guck mal, wir haben hier Kekse Natur- und Kaffee, Bio-Kekse für den Outdoor-Fan. Okay. Also generell zum Thema Ausrüstung und auch Gewicht. Das beste Beispiel ist, wenn jemand sagt, ich möchte Fahrrad fahren. So, was soll ich mir für ein Fahrrad kaufen? Mhm. Das hängt halt darauf an, was will ich machen. Ne? Ja. Das, was ich jetzt mitgemacht habe, ist eher so im Bereich, ich sag mal, Bushcraft, Survival, wenn ich einfach ein bisschen rausgehen will, die Natur genießen will. Wenn ich, sag ich mal, Trekking machen will, wandern will, dann kommt es eher auf die Leichtigkeit drauf an. Oder wenn ich Lost Places besuche, geht es dann eher in Richtung, ich brauche mir eine Taschenlampe und sonst was. Das ist jetzt so eine, ich sag mal, Übernachtungsausrüstung, wie sie im Bushcraft-Bereich genutzt wird. Ich habe hier verschiedenste Sachen. Ich fange einfach mal wirr auszupacken. Ja, ich habe hier oben mal ganz andere Sachen, die ich nämlich auch noch mitgebracht habe. Habe ich auch gar nicht vorher Bescheid gesagt. Nee. Das sind zum Beispiel Sachen, die man dann einfach mal draußen noch bastelt. Aha, wenn man länger unterwegs ist, bastelt man sowas? Genau. Okay. Also es geht einfach darum, dass man aus Naturmaterialien zum Beispiel auch sich was machen kann. Mhm. Ich habe dabei einfach mal ein bisschen Kleidung, weil das ist, was viele vergessen, einfach, dass es im Endeffekt mit der Kleidung losgeht. Wenn man das Ganze starten will, geht es gar nicht darum, jetzt sich die über Hightech-Ausrüstung zu kaufen, aber es sollte einfach ein bisschen robuster sein. Und wenn ich sag mal, an einem nassen Herbsttag draußen bin und da einfach mit Turnschuhen rausgehe, habe ich nach 10 Minuten keine Lust mehr. So, und da scheitert es dann schon dran. So, das heißt, Klamotten haben wir theoretisch schon mal abgedeckt. Da kann man sich auch langsam rantasten. Zwiebelprinzip, schätze ich mal. Ja, ja. Genau. Oh Gott, was ist das? Das ist jetzt eine, Isomatte. Ist jetzt eine ganz einfache Falt-Isomatte. Gibt es auch noch andere Varianten von, aber gerade für die Einstieger ist es ein einfaches Modell. Kann nicht wirklich kaputt gehen, kann man sich ein bisschen ans Feuer setzen. Okay. Weil was viele nämlich immer vergessen, ist das Thema bei der nächtlichen Isolation, die wollen sich ja mit dem Schlafsack irgendwie ein Zelt legen und wundern, warum sie nachts frieren. Mhm. Weil das Ding ist, im Schlafsack liegt man die untere Isolation ja platt und liegt quasi direkt auf dem Boden und dann kommt die Kälte vor. Deswegen braucht man auf jeden Fall eine Isolationsschicht. Mhm. So. Dann habe ich hier zum Beispiel, packe ich jetzt nicht extra auf, eine aufblasbare Isomatte, ist quasi der Vergleich dazu. Die kostet natürlich deutlich mehr, hat auch mehr Komfort, kann kaputt gehen. Ist wie das Thema Packmaß, Leichtigkeit. Da muss man gucken, was man einfach vorhat und was man braucht. Ne, ganz normaler Schlafsack, da kommt es wieder drauf an, wann will man raus? Will ich im Sommer raus? Will ich im Winter raus? Mhm. Beim Schlafsack ist ganz wichtig, sich das Komfortlimit anzugucken. Viele sagen, ja, meiner geht bis minus 40 Grad. Und ich denke so, ja, aber dein Komfortlimit nur bis 5 oder so. Das ist halt die Sache, das Extremlimit bedeutet quasi, du stirbst in diesem Schlafsack nicht. Aber du wirst auch nicht schlafen. Du sitzt da drin und kauerst vor dich hin. Deswegen immer auf das Komfortlimit gucken. Und jeder ist natürlich auch ein bisschen anders.
Währenddessen du auspackst, ja. Du kannst ruhig noch ein bisschen was raussuchen, würde ich mal sagen, gucken wir uns aber mal an, wie denn der Fritz mit all diesen Dingen, oder zumindest mit einem Teil davon, sein Survival, sein Abenteuer, sein 48-Stunden-Abenteuer so ein bisschen in der sächsischen Schweiz verbracht hat. So ein paar Ambitionen haben wir da nämlich. Ohne Essen und ohne Trinken, darum ging es. Und überhaupt, dass man die Suche nach Wasser. So sieht's aus. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich habe jetzt hier einen kleinen Seitenarm gefunden von dem Fluss. Es fließt auf jeden Fall noch, es sickert. Und hier werde ich jetzt mein Wasser abzapfen. Ich suche noch eine schöne Stelle. Ja, dieser kleine Bach hat nicht mal mehr überall Wasser, sondern immer wieder ein bisschen Absickerung. Dann wieder kommt wo was zum Vorschein. Und das ist genau das, was ich gesucht habe. Und so wie es teilweise aussieht, geht ja auch so ein kleiner Wildpfad lang. Also ich denke mal, dass ja auch die Tiere draus trinken. Was nicht unbedingt gut sein muss, weil wenn die hier ihre Geschäfte reinmachen, Happy Birthday. Aber wir probieren es und natürlich abkochen. Der Funke vom Feuerstahl braucht ganz, ganz feines Material, um sich in eine Flamme zu verwandeln. Dann kommt ein bisschen Harz dazu, ein bisschen ganz feines Geäst und dann wird das auf jeden Fall was. Ganz langsam anfangen, trocken muss es sein und ganz in Ruhe. Ja, am Anfang erst ein bisschen Probleme gehabt mit dem Feuer, ist auch alles ziemlich feucht und nass noch. Aber dann ging es an. Ich werde jetzt noch ein bisschen Holz sammeln und schön in Ruhe köcheln lassen. Wirklich lecker schmeckt das nicht. Da ist so eine schöne Gebirgsquelle direkt aus dem Fels in den Alpen irgendwie deutlich schmackhafter. Schmeckt hier einfach nur nach Waldboden. Ich habe meinen Rucksack ein bisschen ans Kopfende gepackt, um einfach so einen kleinen Schutz zu haben. Ist vielleicht einfach nur so eine psychologische Sache. Und ich werde mir jetzt noch zwei Stöcker suchen, die ich anspitzen werde. Da werde ich nämlich meine Stiefel nachts drauf machen. Dann kann jedenfalls nichts reinklettern. Ja, ich habe jetzt die Wildkamera hier im Hintergrund aufgebaut. Filmt jetzt quasi direkt hier in meinen Schlafbereich. Vielleicht kriege ich ja ein paar lustige Aufnahmen von mir, wie ich hier nachts auf einmal anfange, Schlaf zu wandeln. Wenn das Vieh noch mal kommt und mir zu nahe kommt, dann kriegt es eins auf die 12. Ganz einfach. Hier ist sogar ein kurzes Video. Kann ich das abspielen? Vielleicht war dieses komische Geräusch halt wirklich das, was die Kamera ausgelöst hat. Naja, ich sag mal so, die Nacht ist vorbei. Ich habe es überlebt, von daher. So ganz cool ist der Abenteurer dann auch nicht. Och, ja, wenn man so nachts alleine irgendwo ist. Ja, die Blicke waren schon. Wir haben hier inzwischen noch was ausgepackt. Ja. Säge, Messer, noch ein Messer. Und ich würde mal sagen, Frau Kunze, die Frage beantworten wir auf jeden Fall noch. Deine nächsten großen Abenteuer. Als nächstes steht eine Gletschertour an in den Alpen. Okay. Das wird ganz spannend, habe ich noch nie gemacht und ich werde es natürlich wieder dokumentieren, was ich da so erleben werde. Und dann steht noch ein Wildnis-Track auf Sardinien an, quasi so eine Extremwanderung, aber kein normaler Wanderweg, sondern mit Abseilpassagen an der Küste schlafen und Essensdepots anlegen. Und, ja. Wer kommt bei Fritz Meinecke auf die Idee, dass es normale Wanderungen sind? Gibt's auch mal. Wahrscheinlich dann irgendwann mal mit deiner Familie und 5 Kindern. Fritz, vielen, vielen Dank, vor allem viel Glück weiterhin und lass dich treiben von deinem Bauch. Mache ich. Danke. Hier geht's jetzt weiter, liebe Zuschauer, mit dem Wetter. Und ich hoffe mal nicht, lieber Michaela, dass das abenteuerlich ist. Ja, es ist auf jeden Fall abenteuerlich, das Wetter im Moment. Gestern gab es ja schon heftige Unwetter und auch heute hat die Atmosphäre noch mal so einiges zu bieten gehabt. Vor allem im Süden Mitteldeutschlands sind zum Teil heftige Schauer und Gewitter durchgezogen. Örtlich sind da 20 Liter Regenwasser pro Quadratmeter in kurzer Zeit gefallen. Jetzt am Nachmittag hat es vor allem Teile Sachsens erwischt. Hier vor allem, wo es rot aussieht. Dort ist zum Teil auch Hagel mit drin, wirklich heftiger Platzregen, der Wind frischt stark auf. Aber ansonsten sieht es deutlich ruhiger aus, von Westen kommt noch ein bisschen was nach, aber wirklich nur noch vereinzelt. Morgen sieht es dann deutlich frischer aus und deutlich nasser, denn heute mit Sonne ist die Temperatur doch noch mal ganz schön in den sommerlichen Bereich gestiegen. Zum Beispiel in Aschersleben, in Bitterfeld-Wolfen und auch zum Beispiel in Halle-Trotha und in Staßfurt. 27 Grad in den Nachmittagsstunden. Morgen ist damit erst einmal Schluss. Bis Sonntag müssen wir uns an Temperaturen so um die 20 Grad gewöhnen. Nachts zum Teil auch wieder 9 bis 10 Grad. Das heißt, da braucht man, wenn man zelten geht, auf jeden Fall einen dicken Schlafsack und die dicken Wollsocken. Ansonsten wird
es dann Anfang nächster Woche wieder sommerlich warm. Also für alle Schulkinder, die zu Hause geblieben sind, der Sommer macht nur kurz Pause und wirklich schlecht wird das Wetter ab Donnerstag nicht. Allerdings für morgen sieht es nicht so gut aus und das merkt man auch schon heute Nacht. Zunächst ziehen zwar die Schauer ab und es lockert auf. Temperaturen gehen meist auf 16 bis 11 Grad zurück, aber in der zweiten Nachthälfte werden von Westen her die Wolken schon dichter und zum Morgen hin kommt hier der erste Regen an und der breitet sich dann durch Tief Xaver im Laufe des Tages über ganz Mitteldeutschland aus. Anfangs noch Richtung Oberlausitz ein paar Auflockerungen und trockene Abschnitte auch noch insgesamt in Sachsen. Aber spätestens ab Mittag wird es auch hier anfangen zu regnen. Zum Teil regnet es dabei kräftiger. Vereinzelt sind Gewitter eingelagert. Das ganze Morgen bei Temperaturen nur noch von 15 bis 22 Grad. Der Wind frischt auf. In den Bergen sind sogar Sturmböen mit dabei. Und Aquaplaning-Gefahr besteht natürlich auf den Straßen. Autofahrer also aufgepasst. Wie gesagt, dann bis Sonntag auf jeden Fall frischer. Aber Donnerstag und Freitag mit 7, 8 Sonnenstunden und wahrscheinlich trockenem Wetter. Hier geht es weiter mit der Übersicht für die nächste Dreiviertelstunde. Tschüss.